nicht mehr AK Arschkrampe nennen möchte, werde, denn, also möchte ist relativ, weil er... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Philo Friday. Heute nicht alleine, sondern in Begleitung meines wunderbaren Freundes, den ich in Zukunft nicht mehr AK Arschkrampe nennen möchte, werde, denn, also möchte ist relativ, weil er möchte das eigentlich nicht. Deswegen nenne ich ihn nur noch meinen wundervollen Freund, der jetzt auch mal Hallo sagt. Hallo. Hallo. Der macht nämlich seine Abrechnung und deswegen sitzt er hier. Notgedrungen müsst ihr den leider ertragen, falls da zwischendrin jetzt irgendwelche Geräusche kommen, die hier nicht hingehören. Und jetzt starten wir auch. Und zwar, ich wurde gefragt, beziehungsweise ich hatte ja gefragt, was ihr euch an einem Philo Friday so wünscht, weil mir langsam die Ideen ausgehen. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas zur Sprache kam. Ja, es kam schon öfter mal zur Sprache, dass ihr gerne wissen möchtet, wie ich diese Seiten einteile, gestalte und wie ich die überhaupt mache. Ja, weil ich habe ja ganz am Anfang, als ich meinen Philo gerade bekommen habe, habe ich ja gesagt, dass diese Philofax-Seiten eigentlich voll für ein A sind. Und also eigentlich sind die so dünn, die kann man eine Pfeife rauchen. Und ich habe mir da halt keine neuen gekauft, obwohl es viele Shops gibt, die das anbieten, so bei Davanda und so. Aber ich habe halt gedacht, auch so, komm, jetzt probierst du es erstmal aus, ob es dir Spaß macht. Und ne, muss man ja nicht kaufen, wenn man dann nach 2 Monaten sowieso aufhört. Ich habe allerdings jetzt schon ein bisschen länger durchgehalten, denn es macht wirklich Spaß. Und ich muss sagen, auch die Variante, die ich für mich jetzt gefunden habe, macht mir Spaß, denn es ist schon zu einer Art Ritual geworden. Und man braucht halt auch nicht so viel. Ich denke, dass ich mir fürs nächste Jahr eventuell dann auch mal diese Seiten bestelle. Man weiß es noch nicht, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind meine einzelnen Seiten. Ich präpariere immer so, wie ich gerade Lust habe. Meistens sonntags für die Woche halt, die kommt. Es kann aber auch sein, so wie jetzt zum Beispiel, das ist meine aktuelle Woche. Jetzt habe ich die schon mal fertig, weil ich habe gerade nichts zu tun. Und jetzt machen wir die Woche da drauf. Also nicht nächste, sondern übernächste Woche. Ich habe diese Philofax-Seiten, die man eigentlich nicht gebrauchen kann, trotzdem noch da drin, weil ich ja nicht so weit vorgestalte und dann trotzdem, wenn ich den mit habe und es fällt irgendein Termin im Ende August an oder Oktober zum Beispiel, dass ich das trotzdem eintragen kann. Sobald ich dann meine Seiten fertig habe, also fertig dekoriert habe, kann ich das dann nachtragen. Und die Seiten werden dann auch nach und nach immer weiter weggeschmissen, denn sonst hat man ja irgendwann so ein Philofax, den man mit sich rumschleppen muss. Ja, würde ich mal sagen, fangen wir an. Und zwar benötigen wir, ich lege das mal beiseite, Effes, Kopierpapier, hier so ein Schmierblatt aus dem Philo. Dann brauchen wir natürlich, ganz wichtig, Washi-Tape, dickes, aber wichtig ist auch dieses dünne, also für meine Variante auf jeden Fall. Dann baue ich meine komplette Woche immer anhand von irgendwas auf, was ich total cool finde und was so, wo das Hauptaugenmerk draufgelegt werden soll, wie zum Beispiel in diesem Fall diese Sticker. Gibt aber auch Fotos oder Ausdruck oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, in diesem Fall sind es die Sticker und da habe ich dann auch mein Washi-Tape so ein bisschen drauf angepasst. So, dann brauchen wir natürlich für unsere Wochengestaltung unsere Wochentage. Also ich habe zum einen, die ich auch heute benutzen werde, diese Stempel hier. Die habe ich schon mal vorgestempelt, die muss ich noch ausschneiden, weil sonst dauert das Ganze zu lang. Es gibt aber auch noch eine Variante, in der man jetzt zum Beispiel hier diese Mini-Stempel nimmt. Das sind einfach einzelne Buchstaben. Da stempel ich dann M für Montag, Mittwoch, Dienstag und so weiter. Oder ich schreibe das einfach mal auf. Gibt's auch, aber meine Schrift ist nicht so die schönste. Ich beneide ja die Leute, die dieses Handlettering da beherrschen. Ich beherrsche das nicht. Bei mir sieht das immer aus wie Grundkurs Rechtschreibung. Ja, naja. Auf jeden Fall, Schere braucht man noch, Stift braucht man noch, eventuell Restpapier. Na, Restpapier ja sowieso, weil man bastelt sich ja immer mal wieder was Neues. Ich zum Beispiel arbeite immer gern mit diesen selbstgebastelten Fähnchen. Dann kriege ich auch den ganzen Scheiß los hier, Restekiste und so, ne? Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, weil sonst dauert es zu lang. Hat sich das jetzt gereimt? Hat sich das gereimt? Schatz? Ach, du redest mit mir? Ja. Oh, es hat sich gereimt. Also, folgendes. Wow, this is amazing. Wir dann eigentlich, klappen dieses Effekopierpapier einmal so zusammen. Und dann
lege ich mein Schmierblatt, mein Filofax-Schmierblatt, einfach bündig auf dieses Kopierpapier. Dann nehme ich mir eine Schere. Man sieht ja diese wunderhübsche Schere hier. Nein, ich nehme mir ein Lineal und ein Cuttermesser und schneide einfach ganz geschmeidig einmal um dieses Ding hier, Schmierblättchen drumherum. Ganz wichtig ist auch, mit einem Bleistift hier unsere Löcher markieren, damit wir wissen, wo wir die gleich ausstanden müssen. So. So, jetzt kann das Schmierpapier auch schon weg. Und wir nehmen uns eine Lochzange zur Hand oder halt ein Locher oder was auch immer ihr, mit was ihr dann halt gerne arbeitet. So, dann nehme ich hier so eine Büroklammer und hefte die eben zusammen, damit mir das Ganze nicht verrutscht. Und Locher. Ich lege mir meine zurechtgeschnittenen Seiten jetzt so mit den Löchern nach innen auf meine Matte und orientiere mich hier so ein bisschen an den Linien. Leg das hier so dran. An eine Linie. So. Und damit das Ganze später nicht verrutscht, nehme ich jetzt mein breites Washi-Tape, was ich mir rausgesucht habe, und fixiere das Ganze, indem ich hier oben eine Bahn-Washi dran klebe und hier unten auch. So. Das ist schon mal fertig. Jetzt machen wir oder müssen wir die Wochenunterteilung machen. Und die Wochenunterteilung mache ich mit diesem schmalen Washi-Tapes. Ich habe es aber auch schon mit Lineal und Bleistift gemacht oder mit Restpapier, was ich mir so zurechtgeschnitten habe und dann draufgeklebt habe. Also da kann man sich wirklich austoben ohne Ende, wenn man jetzt gerade nicht dieses schmale Tape hier zur Verfügung hat. Gerade am Anfang habe ich das zum Beispiel auch mit meinen Resten gemacht oder mit so 6x6 Designpapieren oder egal, Zeitungen, was man halt auch einfach schön findet. Ne? So, und ja, dann nehme ich mir jetzt hier einfach mal dieses Effe und gebe euch eine ungefähre Richtung. Der erste Streifen, der wird hier platziert und zwar über dem dritten Löchlein, so knapp über. Und das Ganze ziehe ich einmal durch bis zur nächsten Seite. Mal ordentlich festdrücken, ne? Das soll ja auch halten. So, dann haben wir schon mal unsere erste Unterteilung. Die zweite Unterteilung machen wir über, also hier haben wir ja die Spalte, über dem dritten Loch von unten. So, und auch das ziehe ich wieder komplett rüber und drücke das Ganze ordentlich fest. So, und jetzt haben wir nur noch eins und das klebe ich hier über das erste Löchlein, so knapp. Und wenn ihr jetzt sagt, wir brauchen ja gar nicht so viel, da unten, da kann man ja gar nichts reinschreiben zum Sonntag. Was macht man denn am Sonntag? Wir gehen auf den Flohmarkt, wir gehen vielleicht mal zu einer Taufe oder sonst irgendwas, aber es ist nicht allzu wichtig, deswegen habe ich den Sonntag hier unten ganz klein. Und zur Not kann man auch noch hier unten aufs Washi schreiben. So, und das hier, wie gesagt, das wird Deko. Gut, dann haben wir jetzt das schon mal soweit fertig. Jetzt kommen unsere Wochentage. Und hierfür habe ich mir die schon mal zurechtgestempelt und das Ganze schneide ich mir jetzt aus, mache mir die Ränder so ein bisschen schwarz und klebe das Ganze mit doppelseitigem Tape, also dem hier, dann auf. So, wenn das alles klebt, sieht das Ganze ungefähr so aus. Jetzt ist eigentlich nur noch die Deko zu machen. Und, nee, Quatsch. Wir haben ja jetzt noch gar keine Zahlen, also Tage, also Wochen, Tage, Nummerierungen. Deswegen nehme ich mir mein Filo zur Hand und ich lasse immer diese Seite, die letzte Seite, die ich dekoriert habe, immer noch im Filo, denn auf der Rückseite befindet sich das, was als nächstes kommt. Also startet mein Montag mit dem 3. August. Und ja, wo schreibe ich die hin? Ich schreibe die jetzt einfach mal zur Abwechslung hier drunter. 3., 4. Und damit ich auch weiß, dass es der August ist, schreibe ich mir hier oben auf das Washi-Tape
August. So viel zum Thema Schönschrift. Deswegen mache ich das nicht so gerne, aber da oben der August, das ist nicht allzu wichtig. Deswegen mache ich das. So. Ja, und jetzt muss eigentlich nur noch dekoriert werden. Und das mache ich jetzt auch im Schnelldurchlauf, denn da muss ich jetzt nicht viel reden. Und außerdem kann ich dazu auch nicht viel reden. Ich werde jetzt meine Sticker verwenden. Dann habe ich hier noch schwarzes Washi-Tape, was ich benutzen möchte, weil ich irgendwie finde, dass da ein bisschen mehr Schwarz rein muss, jetzt wo ich hier dieses... diese Wochenstempel da benutzt habe. Ja, und dann lasst euch einfach mal überraschen. So, wenn ihr mit eurer Dekoriererei fertig seid, dann können wir das Ganze im Endeffekt auch schon abheften. Ja, und zwar schneiden wir hier in der Mitte mit unserem Cutter einmal so durch. Und dann nehmen wir uns die erste Seite und fummeln dieses Washi ganz vorsichtig, dass jetzt auch unsere Seite nicht kaputt reißt. Einmal hoch. So, dann haben wir das. Das könnt ihr jetzt abschneiden. Ich habe dabei meistens keinen Bock drauf und klappe das einfach nach hinten und klebe das auf der hinteren Seite fest. Das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ist ja, denn das ist jetzt hier so kurz, dann hält das nicht vernünftig. Dann geht das immer wieder ab. Aber so ist das eine einfachere Variante. Und ja, stören tut es keinen, denn wir kleben ja später die neue Woche einfach darüber. So, jetzt nehme ich mir mein Filo zur Hand. So, klappe die Seite diese Woche auf und das bedeutet, dass die linke Seite, die wir dekoriert haben, jetzt auf die dekorierte aus dem Filo geklebt wird. Versteht ihr, was ich meine? Und hierfür nehme ich doppelseitiges Klebeband, hier so ein, Menschenskinder, überall Washi-Tape, hier so ein Effen, ich habe jetzt glaube ich den hier aus dem Action, könnt aber auch einen Prittstift nehmen, ja. Alles, was hält und nicht unbedingt Flüssigkleber, weil dann wälzt sich das Papier. Das ist natürlich dann nicht so eine schöne Angelegenheit. Ich habe es am Anfang mal probiert, aber es sieht wirklich nicht schön aus. Vertraut mir da einfach. Aber so Prittstift oder hier, der hier, wirklich perfekt. So, nochmal die Kontrolle. Das ist die Woche davor. Das ist die Woche, die kommt, Montag. Und die klebe ich jetzt einmal da drauf. Und zwar orientiere ich mich immer hier an den oberen Ecken und an den Löchern. Und dann sind wir fertig. Dann können wir das Ganze wieder in unseren Filo heften. Und zwar so. Und die Seite lege ich, ohne irgendwas hinten drauf zu kleben, auch einfach da rein. So. Die Seite für die kommende Woche, die bleibt drin. Also dritter, ne? So, und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, ihr konntet einen guten kleinen Einblick in das haben, wie ich mein Filo gestalte. Ja. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich sagen, mal ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mehr von meinen Wochendekorationen sehen möchtet
ohne viel Gelaber und einfach nur so einen Schnelldurchlauf, dann schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns spätestens beim nächsten Philo Friday. Tschüss!